Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Transformers Kampf um Cybertron. Ja, machen wir doch gleich weiter mit dem Kapitel 5, der letzte Wächter. Und dann, wir werden jetzt in diesem Kapitel hauptsächlich gegen Omega Supreme kämpfen, deswegen hat es auch nur zwei Checkpoints sozusagen. Nein, ich will es nicht beenden. Ich will das Kapitel... nein, nicht schwer. Beginnen. Los. Als Megatron. Megatron und seine Decepticons müssen mit aller Macht angreifen, um den Wächter von Iacon zu überwältigen und ihn zu zwingen, das Tor zum Kern von Cybertron zu öffnen. Hat er das überstanden? Solange genug übrig ist, um das Omega-Tor zu öffnen, ist mir das egal. Megatron? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Energiezellen leer. Initiiere Energiegewinnungssubroutine. Die Sensoren zeigen, dass diese Batterien die Quelle von Omega Supremes Regenerierung sind. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall lustig. So. Ja, kann mir mal jemand sagen, was wir machen? Wir legen auf jeden Fall genügend Würfel rum. Ja. Ich empfehle, diese sofort anzugreifen. Ja, gut. Okay, da kann ich mich Schaden machen. Oder auch nicht. Mal sehen. Ja, da in die rein kann ich. Ich frage mich halt gerade, ob das mit meiner Fusionskanone überhaupt Sinn macht. Warnung. Verwundbarkeit in bestimmten Subsystemen. Okay, Batterien zerstören. So. Ist kaputt. So. Ja, das war's ja schon. Systemkorruption. Aktion gegen Virus auslösen. Toll, und jetzt habe ich... Verkackt. Das war mal wieder klar. So. Was ist das? Thermoraketen hat recht gutes Prinzip. Ja, Moment. So, einmal auf ihn rauf. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ich ihn treffen muss, damit Schaden bekommt. Das verstehe ich jetzt im Moment wirklich nicht ganz. Aber hier kann man wenigstens schön in Deckung gehen. Okay. Oh Gott. Schnell. Megatron spricht mit sich selbst anscheinend. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht so der Tag zum Überleben halt. Oh Gott. Entdeckt. Systemkorruption. Aktion gegen Virus auslösen. Das ist es. Das dunkle Energon. Oh Gott, wieso habe ich denn jetzt keine Munition? Solange das dunkle Energon Omega Supreme Systeme beeinträchtigt. Feuer! Alter.
Hier fängt es ja sogar schon an zu lecken. So, gib ihm. So. Keine Munition. Ihr fragt euch bestimmt, wieso ich gerade die Energon-Würfel nicht nehme. Das mache ich halt. Ich nehme sie halt dann erst, wenn ich sie wirklich brauche. Schnell wieder zum Behälter. Jetzt aber schnell. Nein, geht weg. Schlecht, Kinder. Oh Gott. Jetzt brauche ich aber wirklich Würfel. Entdeckt. Systemkorruption. Aktion. Gegenvirus auslösen. Omega Supreme ist jetzt verwundbar. Auf ihn! Gott, wie langsam das auch geht. Ah, jetzt hat er wieder hier volle Energie. Ja, zum Glück habe ich den Granatwerfer noch. Bisschen schwer ihn zu treffen mit dem Teil. Aber es geht schon einigermaßen. Oh, das war jetzt gut. Systeme versagen. Niederlage inakzeptabel. Oh, direkt bei mir diesmal. So. Das war jetzt gut. Na, jetzt habe ich schon wieder keine Munition, oder? Gerade wenn ich... Ja, bitte. So, jetzt wird er wahrscheinlich gleich sich wieder auffüllen, wenn er den Endergang gemacht hat. Deswegen... Ja. Nachladen kommen schon. Bitte, mach ihn doch kaputt. Nein. Oh Mann, so. Munition suchen. Wo ist Munition? Schnell. Sturmgewehr, das ist gut, das brauche ich jetzt. Hä? Da ist es. So, jetzt ist er. Wo muss ich ihn am besten treffen? Mit seinem Kopf oder nicht? Ja. So, diese Sentries da an seinem Kopf. Oh Gott, lass mich doch mal rumgebläht. Scheiße. Systemkorruption. Aktion gegen Virus auslösen. Ja, jetzt. So. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man möglicherweise schaffen kann. Man muss nämlich da vorne hochfahren. Systeme beschädigt. Energielevel 49%. Ja, hier nehme ich ein Sentry. Was machen wir jetzt? Megatron, seid gewarnt. Omegas entferner Schild liegt frei. Aber er... Ja toll, jetzt steht er natürlich. Auf diese Raketen aufpassen! Da ist
ein Schutz aus Panzerplatten, der seine Brust schützt. Wie sollen wir diese Panzerung denn durchdringen? So. Im Moment können wir ihn nur teilweise treffen, weil er da so hässlich aufsteht. Zugang zu Kern unmöglich. Komm schon. Ich muss jetzt immer ein bisschen so runterziehen mit dem Stick. Oh, das ist perfekt. Oh mein Gott, habe ich dem jetzt viel Damage gemacht. Das glaube ich ja gerade selber. Alter. Scheiße. Alter, der geht so ab. Alter. Ich muss jetzt wieder... Bitte. Ja, ja. Versagt. Situation kritisch. Omega Supremes, interner Schild ist unten. Verwendet dunkles Energon, um ihn zu vernerven. Ich weiß, was zu tun ist, Soundwave. Sei still oder stell dich meinem Zorn. Oh, ja. Systeme, Ausfall, Korruption, absolut. Ja! Ja! Die mächtigste Waffe der Autobots und der Schlüssel zum Kern von Cybertron sind mein! Das Universum soll vor meinem Namen erzittern! Supreme ist geschlagen und im Einfluss des dunklen Energon erlebt. Triumphierend zwingt Megatron den Wächter dazu, das Omega-Tor zu öffnen und die Decepticons zum Kern von Cybertron zu führen. Endlich! Cybertrons Kern ist mein! Sind die Verderber platziert? Ja, Lord Megatron. Fangen wir an! Ein ruhmreiches Zeitalter liegt vor uns, meine Brüder. Das dunkle Energon breitet sich im Kern aus und Cybertron gehört mir! Ja, so, jetzt haben wir wirklich die gesamte Decepticon-Kampagne durch. Und ja, Megatron hat gesagt, ja, die mächtigste Waffe der Autobots. Ich muss sagen, es gibt noch eine mächtigere Waffe, aber nicht in diesem Spiel. Aber das nächste Spiel, Untergang von Cybertron, da gibt es eine weitaus mächtigere Waffe. Aber Megatron hat es wirklich gut hingekriegt, Omega Supreme zu töten, und jetzt ist der Kern von Cybertron verseucht. Jetzt versteht man auch im Titelbildschirm, wo dieser verseuchte Cybertron, wo überall lila ist und so, das soll auch dieses dunkle Energon darstellen. Und Megatron hat ja jetzt sozusagen die ultimative Macht über Cybertron. Ja. Das Happy Ending für die Decepticons war das gerade. Aber es ist eigentlich erst der Anfang von der Autobot-Kampagne, die mir irgendwie besser gefällt. Ich mag halt Autobots mehr, obwohl ich Megatron eigentlich schon mag, aber Optimus Prime ist halt, naja, Optimus Prime, das besser geht's nicht. Ja, dann verabschiede ich mich. Ich denke mal, es dauert nicht so lange, bis dann der nächste Part kommt, und dann können wir dann mit der Autobot-Kampagne anfangen. Dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.